Guten Morgen, Albert. Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Auxalia on Air, effizientere Durchbruchsplanung mit Revit Openings Transfer. Es freut mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Die meisten der Zuhörer kennen uns ja bereits. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, würden wir die Auxalia gerne ganz kurz vorstellen. Wir sind einer der führenden Softwareanbieter für das Bauwesen in der Dachregion. Mit insgesamt 9 Standorten sind wir da vertreten, haben jetzt über 35 Jahre Erfahrung, 5.000 Kunden und 70 hochkompetente Mitarbeiter. Als Autodesk Platinum Partner vertreiben wir das gesamte Autodesk AEC Portfolio und BIM Portfolio und haben zudem noch eigene Anwendungen und Lösungen, welche wir eine davon heute auch gerne präsentieren möchten. Ja, unser Thema haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, ist Bauen digital. Wir treiben eine lückenlose Digitalisierung der Projektabläufe im Bauwesen voran, setzen da sehr auf die Zusammenarbeit eben im Bauwesen, beraten und begleiten aber auch noch den Anlagenbau, die Infrastruktur und Fertigung. Ja, uns ist sehr wichtig eine ganzheitliche Beratung und Begleitung unserer Kunden bei ihren digitalen Projekten in allen Bereichen. Ja, unser Portfolio, ich denke, Sie kennen das bereits schon ganz gut. Eben die Autodesk-Software, alles, was man da so bekommen kann, haben nebendran eben unsere eigenen Tools, Openings Transfer, die Projectbox, das Parameter-Tool. Kommen Sie gerne auf uns zu und stellen Fragen zu unseren Produkten. Ja, mit Consulting, Schulung und Support unterstützen wir Sie sehr gerne, vor allem auch, um Sie BIM fit zu machen. Ist ja nicht immer ein ganz einfacher Weg, BIM fit zu werden. Gerne nehmen wir Sie da, Entschuldigung, an die Hand. Kurz zu mir. Michael Huber, mein Name. Ich bin Account Manager hier bei der Auxalia, sitze im Standort Bad Dürheim im schönen Schwarzwald. Habe Bauingenieurwesen am KIT und in Tirol studiert. Meine Schwerpunkte hier bei der Auxalia liegen im Bereich Architektur, BIM und in der Autodesk Construction Cloud. Und kurz über mich, mein Name ist Nico Kultis. Ich bin als BIM Consultant tätig bei Auxalia. Ich bin Elektroingenieur. Ich gebe Seminare. Ich bin im technischen Support, im Hotline zu finden. Consulting mache ich noch Projektbegleitung und unterstütze unser Entwicklungsteam. Ja, mehr als ein Jahr Erfahrung als Projektingenieur in Ingenieursbüros. Und meine Kenntnisse sind konzentriert auf Revit CMP, die Dynamo oder Construction Cloud und Grundlagen, ja. AutoCAD noch. Ja, unsere Agenda heute ist recht kurz, sage ich mal. Wir möchten einmal über die Durchbruchsplanung, Schlitz- und Durchbruchsplanung, die Herausforderungen und unsere Lösung sprechen und natürlich dann unser Tool vorstellen. Und ganz am Ende noch Ihnen zeigen, wie Sie dann durchstarten können mit Revit Openings Transfer von der Auxalia. Ja, die ha Herausforderungen bei der Schlitz- und Durchbruchsplanung. Stellen wir uns heute die Frage, wie kann ich die Zusammenarbeit bei der Schlitz- und Durchbruchsplanung mit dem Architekten, mit den Fachplanern, Tragwerksplanern eben verbessern und somit Zeit und Geld sparen? Und sagen Ihnen heute auch, wie Sie davon doppelt profitieren können. Ja, die Herausforderungen ist eigentlich die Schlitz- und Durchbruchsplanung ist einer der komplexesten und zeitintensivsten Koordinationsprozesse in der Bauplanung, trotz der meist modellbasierten Planung. Arbeiten eben viele noch mit auf Basis von PDF-Plänen und tauschen so die Durchbrüche aus. Das kennen Ihre Partner besonders, die Architekten, die Tragwerksplaner. Sowas ist eben aufwendig, umständlich, fehleranfällig und vor allem die Kommunikation mit Ihren Partnern frisst eben sehr viel Zeit. Ja, eigentlich sind keine Bauelemente, aber in größeren Projekten, wo wir Tausende von solchen Öffnungen haben, dann braucht sehr gute Koordination. Ja, gut, dass du das ansprichst. Es bedarf eben einer guten und abgestimmten Zusammenarbeit zwischen Ihnen, den Architekten. Es ist eben nicht immer einfach. Wie das Ganze genau funktioniert, wird Ihnen mein Kollege, der Herr Kukulis, heute dann zeigen. Genau. Ja, also
Wir haben hier Beispiele, oder wie kann die Zusammenarbeit aussehen zwischen der TGA-Seite und der anderen Fachplaner. Die TGAler exportieren die Durchbrüche über eine Datenbank und die andere Fachplaner importieren das mit dem Standalone-Version Openings-Transfer. Gibt es auch noch einen Kommunikationsaustausch wieder über eine Datenbank? Die TGAler können auch mit mehreren Datenbanken und verschiedenen Fachplaner austauschen und die Koordination machen. Es gibt noch dieses Modell, wo tragische Planer und Architekten arbeiten in demselben Modell oder erzeugen ein gemeinsames Modell mit Verknüpfungen, ja, und kommunizieren gemeinsam über eine Datenbank mit dem TGA, mit der TGA-Seite über eine Datenbank und kommunizieren noch. Und natürlich mit mehreren Büros noch, geht auch. Ja, es gibt verschiedene Modelle. In dieser Präsentation, wir werden mit 7 Folien, mit 2-3 Minuten Videos simulieren oder zeigen, wie diese Austauschkette, also TGA zwischen TGA und einem Architekt, ja, wie Export und Import funktioniert. Ja, wir gehen schrittweise. Ich lasse ein Video laufen und ich beschreibe euch, wie das Prozess ist. Erster Schritt, hier haben wir wir haben das TGA-Modell mit der Architektur verknüpft und die beste Vorgehensweise, die Durchbrüche, die Öffnungen zu erstellen, ist über unsere Tool von Projectbox Magic Opening, ja, wo Sie können die Durchbrüche assoziativ platzieren zu den Trassenrohrekanälen. Unter Projectbox gibt es auch hier die Aussparungsfamilien vorhanden, Deckendurchbrüche, Wandslitze mit Dämmung und so weiter. Das ist Magic Opening. Man kann Wände, Decke und sogar Träger vom Projekt oder von einer externen Referenz auswählen als Basiselement. Die passende Durchbruchsfamilie selektieren. Hier ist ein Wanddurchbruch ganz normal ausgewählt. Start- und Stop-Ebene vom der Durchbruch, das spielt eine Rolle bei der Beschriftung noch. Ja, und Überöffnungen erzeugen. Hier sehen wir, dass der TGA-Seite hat noch vieles platziert. Hier ist noch ein Beispiel, wie man eine Öffnung erzeugt. Träger ausgewählt, fertigstellen als Basiselement, Kanal ausgewählt und nochmal fertigstellen. Und die Öffnung ist, ja, in der richtigen Höhe, mit der richtigen Größe in dieser Stelle platziert. Ja, so sieht das auch noch im Grundriss. Ja, die Öffnungen sind einfach Platzhalter, deswegen gehören zum Kategorie HLS Bauteile. Verfügen über mehrere Parameter, Versatz oben, OKB zu Achse, alle Kommunikationsparameter, wie man hier sieht, noch verfügt sich dieses Assoziativität, dieses Parameter Auto-Update. Gibt es die Information, ob diese Öffnung sitzt in einem Träger? Und viele andere Parameter wie Volumen, Fläche für die Ausschreibungen. Hier ist die Auflistung von den Typ-Eigenschaften, die Typenparameter und ist auch vordefiniert, in welche IFC-Klasse wird das exportiert, IFC Provision for Void. Hier sehen wir die Funktion Auto-Update, wenn das aktiv ist. Wenn wir zum Beispiel hier den Rohr verschieben, dann verschiebt sich auch die Öffnung automatisch.
Und sogar wenn die Rohr den Durchmesser sich ändert, ändert sich auch unsere Öffnung entsprechend. Ja, also die Durchbrüche sind generiert. Nächster Schritt, kommen wir zu dem ersten Export. Ja, TGA-Seite erstellt die Austauschdatei für die Übergabe, ja, zum Architekt. Magic OpenX Transfer, Teil von ProjectBox, Öffnungen exportieren, öffnet sich dieser Dialog. Hier sind alle Durchbrüche aufgelistet und Datenbank neu erstellen und im Projekt abgleichen. Wir schreiben die Dateiname, also wie wird diese Datenbank heißen. Diese Datenbank muss zentral gespeichert werden, ja, in eine Cloud-Ordner, in einen Netzwerk-Ordner und zugegriffen von beide Seiten, ja, von TGA und Architektur-Schrägstrich-Planer. Ja, es muss nur eine Datenbank geben. So ist empfohlen, damit wir haben keinen Informationsverlust, oder? Und nicht und per Mail schicken und zurückbekommen. Hier sind die verschiedenen Befehle, die es im Dialog gibt. Man kann eine Datenbank neu erstellen, mit einer vorhandenen Datenbank abgleichen, Liste aktualisieren, wenn eine Filter hier ausgewählt. Wir können alle Aussparungen wählen von dieser Liste oder alle abwählen. Hier, wenn man das exportiert, ja, kann die selektierte Elemente exportieren. Und die Version Magic OpenX Transfer, mit der Version kann man eine Datenbank erstellen. Mit der Standalone-Version, wo die andere Fachplaner können nur importieren und Kommentare austauschen und Verlauf sehen, OpenX-Verlauf. Das bedeutet, dass diese Funktion ist nicht vorhanden in der Standalone-Version. Ja, hier über diesen Filter oben, man kann die Öffnungen filtern nach Ebene und die Liste aktualisieren, die Durchbrüche in tragende oder nicht tragende Wände, genehmigte oder nicht genehmigte Durchbrüche und es gibt viele Sortierungsmöglichkeiten über die Spalten, tragend, ob das genehmigt ist, zu welcher Ebene gehört, welche Höhe, Länge, Stärke hat und welches Gewerk geht durch diese Öffnung. Ja, hier zum Beispiel ist Erdgeschoss ausgewählt, die Liste aktualisiert und wir haben eine Liste mit den Öffnungen nur von EG. Nochmal alle Ebenen und sind alle wieder da. Die Durchbrüche in tragende Wände können wir auch noch filtern, Liste aktualisieren und wir sehen nur die Öffnungen, die diese Parameter also wahr ist, tragend. Es gibt auch verschiedene Farben für den Status hinterlegt. Die grüne sind die Öffnungen, also Objekte, die noch nicht in der Datenbank sich befinden. Die rot sind die geänderte. Ja. Orange sind die Öffnungen, wo unter anderem der Genehmigungsstatus geändert wurde. Es gibt einen Parameter von alle genehmigt, das sehen wir noch später an, und können wir auch noch so filtern. Gelb sind die gelöste, die nicht mehr im Projekt gibt, aber schon noch in der Datenbank, und lila sind die unveränderte. Ja. Befinden sich auch im Projekt und in der Datenbank. Ja, natürlich sind jetzt alle noch neu, alle grün und sind alle ausgewählt und exportiert.
Tegia Passwort setzen. Ja, man kann ein Passwort setzen. Muss mindestens sechs Ziffern haben und kann auch Buchstaben sein. Jetzt ist alles exportiert, sind lila. Ja, also Projekt und Datenbank stimmt miteinander. Ja, und das war das erste Export. Nächster Schritt. Architekturmodell. Jetzt wir sehen die Architektur. Ja, all die Architekten haben diese Standalone-Version, wo sie können importieren, Kommentare austauschen und Verlauf sehen. Ja, also Datenbank ist erstellt, sind informiert und die Architekten kommen und die Öffnungen in Architekturmodell importieren. Geben dann den TGA-Passwort ein. Nico, wenn ich da ganz kurz fragen darf, was passiert denn, wenn man das Passwort mal vergessen hat? Passiert mir leider ab und zu. Ja, wenn man das Passwort verliert, dann muss eine neue Datenbank erstellt werden und nochmal der Prozess. Oder die können uns kontaktieren. Ja, aber bitte sicherstellen, dass Sie die Passwörter nicht verlieren. Okay. Entschuldigung, ich muss mich kurz einmischen. Es sollte eigentlich aufbewahrt werden. Das Verlieren ist schlecht, aber wir bieten an, dass Sie uns in Support anschreiben. Wir können das Passwort zurücksetzen, aber es gibt keine User-Verwaltung, wo zentral die Passwort zurückgesetzt werden kann oder sonstige. Von daher uns einfach direkt in Support schreiben, das Zielpasswort uns geben und die Datenbank, dann können wir das für Sie nochmal anpassen. Genau. Hier Öffnungen importieren, man kann die Architekten und andere Fach dann auch die Öffnungen filtern mit den gleichen Filtern oder über die Spalten die Öffnungen sortieren nach Gewerk, nach Name, nach ID-Nummer. Alle wählen und die selektierte Elemente erzeugen, sprich aktualisieren. Ja? Architekt setzt den Passwort, bestätigt und jetzt sind die Familien im Architekturprojekt importiert und Sie sehen hier jetzt in Echtzeit, wie die Durchbrüche im Architekturmodell importiert und platziert sind. Und die 34 Elemente sind erzeugt. Eine Info-Nachricht. Ja, alle wieder unverändert. Das heißt, in diesem Projekt stimmt alles mit der Datenbank. Man kann eine Öffnung auswählen und die gewählten Elemente anzeigen lassen im Modell. Das geht auch. Man sieht hier, dass unter CX-Kommentar, wann wurde das erstellt und erster Import ist durch. Nach der Import, ja, dann fängt die Kommunikation an und die Architekten, Trafostrukturellplaner, tragen die Kommentare ein in den Öffnungen, in den entsprechende Parameter, zum Beispiel CX-Architekt-Kommentar oder www-Verweis. Ja, zum Beispiel eine hat gesagt, also nach rechts verschieben, zu diese zwei Durchbrüche hat geschrieben, Genehmigung erteilt. Für diese drei noch auch die Genehmigung erteilt. Also er gibt das frei und schreibt das als Kommentar. Es ist empfohlen, dasselbe Text zu schreiben bei der Genehmigung, damit das noch gefiltert einfach werden kann. Kommentare austauschen, also Import und jetzt Kommentare austauschen.
Hier in diesem Dialog steht wieder die Liste mit den Öffnungen und man sieht auch über verschiedene Filter. Rot sind die Kommentare von uns, also in welche Öffnungen hat diese Seite kommentiert, zum Beispiel hier in diese und in diese. Orange sind Kommentare von anderen, ja, von TGA, und lila ohne neue Kommentare. Es gibt die verschiedenen Funktionen hier, die Liste zu aktualisieren, die Kommentare auszutauschen, mit Datenbank abgleichen, ja, und auch noch im Modell wieder anzeigen lassen. Hier werden die Öffnungen gefiltert nach Farbe, Liste aktualisieren. Wir möchten sehen nur die neuen Kommentare von uns, also was wird kommentiert. Wieder die gewählten Elemente anzeigen lassen. Man kann das auch noch machen und auch den Kommentar prüfen. Geht auch über mit mehreren Gesprächen und die sind beide gesummt angezeigt. Und alle wählen und die Kommentare austauschen, also die Kommentare in der Datenbank schreiben. Und jetzt alles stimmen überein. Projekt und Datenbank. Alle sind lila. Alle Öffnungen. Ja. Nächster Schritt, noch drei. TGA ist informiert, dass die Architekten und Tragschutzplaner haben kommentiert und jetzt TGA-Seite möchte die Kommentare noch in Projekt laden, ja, in den entsprechenden Parameter. Kommentare austauschen. Ja, jetzt sind neue Kommentare von anderen. Diese Farbe, die Liste war aktualisiert. Gewählte Elemente anzeigen. Ja. Hier ist noch leer, weil die Kommentare sind noch nicht ausgetauscht. Aber wenn alle ausgewählt sind und die Kommentare ausgetauscht, dann die Genehmigung hier erteilt ist, erscheint an den Kommentar auch. Alle im neuesten Stand, ja, und die Kommentare können auch gelesen werden über eine entsprechende Bauteilliste. Also ist empfohlen, auch noch Bauteillisten zu machen mit den Öffnungen und den entsprechenden Parametern. In Projectbox gibt es auch eine vorgefertigte, heißt 10 CX-Liste A-Aussparungen. Und hier, man kann die Genehmigung, also die TGA-Seite erteilt die Genehmigung, also setzt den Parameter von alle genehmigt fest. Und also zu den Durchbrüche, wo die Genehmigung erteilt und noch TGA-Seite noch einverstanden sind oder alle, klickt den Parameter von alle genehmigt. Für diesen Durchbruch, wo steht verschieben, ja, man kann die Trasse zum Beispiel verschieben und dann die Öffnung kommt mit, weil das noch assoziativ ist. Hier, wir sehen also die Durchbruch im Architekturmodell, wie es war, ja, importiert. Er kommentiert, also geht nur halbes Meter nach rechts und die Kabeltrasse war verschoben plus die Aussparung. Ja, diese hier ist, war nicht möglich, hat man den Rohr gelöst und dann wird auch noch die Öffnung gelöst. Und wenn alle Änderungen gemacht werden, die von Architekt gewünscht waren oder noch manche Genehmigungen erteilt wurden, dann sind die Öffnungen exportiert. Ja. Hier man kann filtern. Nur die geänderte, wir haben noch eine gelöschte, ja, und noch filtern, unter anderem, wenn die Genehmigung, die CX-Parameter von alle genehmigt, geändert wurde. Ja. Über den Filterkombinationen von alle genehmigt oder so, können wir auch, oder die Koordinatoren, Fehlerkontrolle machen, also bezüglich die Freigabe oder so, zum Beispiel eine
Änderung in der Genehmigung in eine war nicht mehr genehmigt hier. Es gibt verschiedene Kriterien, wo eine Kontrolle gemacht werden kann. Man kann nur diese aktualisieren und anzeigen lassen oder nur die im Erdgeschoss gehören, Liste aktualisieren und nur in die Ebene Erdgeschoss filtern. Ganz kurze Information an die Runde. Wir haben oben Fragen und Antworten. Also falls irgendwas unklar ist oder Sie eine Frage haben, bitte gerne stellen. Wir haben den Nico als Experte auf Anwenderseite, die Frau Osier ist auch noch dabei. Die hat das Tool eben mitentwickelt. Ich denke, wir können alle Ihre Fragen beantworten. Nico, mir ist auch noch eine Frage eingefallen. Ja. Es sind ja jetzt viele Schritte, bis der Zyklus dann durch ist zur Genehmigung. Wird da für jeden Export eine neue Datenbank erzeugt oder wie ist das vorgesehen? Nein, dieser Austausch erfolgt nur mit einer Datenbank und die Kommunikation über Kommentare austauschen wird gemacht, bis alle einverstanden sind und die TGA-Seite TGALA setzt diese Haken in den Öffnung Text von alle genehmigt. Ja, und dann wissen alle, das ist genehmigt und muss nicht mehr verschoben werden. Okay. Und könnte ich als Architekt oder Tragwerksplaner dann auch mit oder an unterschiedlichen Projekten arbeiten? Wie meinst du mit unterschiedlichen Projekten? Wird dann für jedes Projekt eine eigene Datenbank erstellt? Ja. Also in jedem Projekt wird eine Datenbank erstellt und sind hier für dieses Projekt in der Datenbank die entsprechenden Informationen geschrieben. Ja, kann mit mehreren Datenbanken gemacht werden. Die Fachplaner können aber nicht die Öffnungen verschieben oder ändern. Sie können nur importieren und kommentieren. Diese Rolle hat EDEA, das nur exportiert. Hier sind alle exportiert in diesem Beispiel nach den Änderungen, die Wünsche von Architekten, ja, und auch noch, man kann auch über eine Bauteilliste, wie wir hier sehen, den Auswahl treffen und dann wird entsprechend in der Liste, in der Dialog von dem Tool, die Aussparungen ausgewählt. Also man kann eine Bauteilliste entsprechend filtern, alle auswählen und über den Bauteilliste den Export durchführen. Er exportiert, also macht auch noch Kommentare austauschen. In diesem Fall hat er nur in einer Datenbank, in einer Eröffnung kommentiert, ja, in diese Trasse, ja, und schreibt auch deinen Kommentar in der Datenbank. Vorletzter, ja, Architektur, Architekt, ja, Zwischenzeit, die Architekten können noch weiter prüfen, ja, und kommentieren. Ja, zum Beispiel diese zwei Deckendurchbrüche genehmigen. Ja, schreiben geprüft und freigegeben. Er hat, die Architekten sind informiert, dass die TGA-Seite hat die Durchbrüche exportiert und jetzt importieren die Öffnungen. Ja, man kann sehen, was ist geändert, also gleiches Ergebnis, welches ist geändert, welches ist gelöscht. Man kann die Filter aktualisieren und sehen, unter anderem, zu welchen ist die Genehmigung geändert. Ja, alle auswählen und im Architekturmodell die Öffnungen aktualisieren. Ja. Passwort setzen, Trasse wurde verschoben, die andere waren gelöscht. Es kann sein, dass ohne die Kommentare auszutauschen, dass es gibt schon eine Kommentare in der Datenbank von
von der anderen Seite, von der GIA-Seite. Und Fragen können zu dieser Stelle kommen. Also das in der Datenbank, es gibt schon Kommentare von uns, also von Architekturseite, plus Kommentare von anderen, von der TGA-Seite. Wenn sowas passiert ist, dann zuerst sind die Kommentare von anderen angezeigt und dann die Kommentare von uns geschrieben. Ja? Ja, zuerst werden die Kommentare gelesen und dann sind aktualisiert und dann wieder rot angezeigt und dann die Kommentare von unserer Seite, von Architekturseite geschrieben. Ja, damit das keine Informationen verpasst werden. Ja, also wenn wir das anzeigen lassen und die Kommentare austauschen in diese Stelle, ja, nur für diese Durchbruch, wenn wir das austauschen, dann wird in den Eigenschaften ein Kommentar geschrieben, wir können das lesen und dann unsere Kommentar plus die anderen in der Datenbank schreiben. Jetzt stimmt alles wieder überein. Über Dynamo-Skripte, die geliefert sind, auch mit der Standalone-Version. Die Architekten können für bestimmte Revit-Kategorien die Platzhalter in tatsächliche Öffnungen generieren lassen. Ja? Und dann Öffnungen zum Beispiel in diese Dach erzeugen. Die tatsächliche Öffnungen erstellen. Letztes Video, letzter Schritt, kommen wir wieder zu der TGA-Seite. Ja. So, damit wir noch den OpenX-Transferverlauf noch schauen. Es gibt eine für beide Versionen eine Funktion mit der Verlauf, nämlich History. Man kann eine Datenbank lesen und hier sehen für jede Öffnung den Stand, wenn Kommentare in der Datenbank geschrieben oder gelesen werden. Ist hier gespeichert noch wie, die Abmessungen der Öffnung in diesem Zeitpunkt, Gewerk und die Kommentare dazu in diesem Zeitpunkt. Es wird auch dargestellt, also ist Name, zu welcher Ebene, von wem war das exportiert. Welche Rolle hat er und ob dieser Kommentar gelesen würde oder nicht. Man kann die Liste filtern nach Name, nach Benutzer, nach Ebene und so weiter. Und zusätzlich, wir können nur bestimmte Öffnungen anzeigen lassen in dieser Liste. Ja, aus Modell auswählen, ja, nur eine Öffnung oder mehrere auswählen, dann wird angezeigt und wir können lesen auf dieser Seite in diesem Zeitpunkt welche Kommentare. Wir können auch noch den ganzen Kommunikationsverlauf für eine Öffnung anzeigen lassen, damit auch noch die ungelesenen Kommentare dargestellt sind. Also wir haben keinen Informationsverlust. Hier machen wir eine letzte Kommentare-Austausch, ja, damit wir lesen die Kommentare von Architekten, was haben die kommentiert in diese drei Durchbrüche zum Beispiel. Ja, alle auswählen und Kommentare austauschen. Und ein letztes Mal zurück im Kommunikationsverlauf, in OpenX-Transferverlauf. Ja, also für eine Durchbruch, die wir jetzt kommentiert haben. Hier ist geprüft und freigegeben. Was haben wir noch geschrieben? Man kann das klicken und anzeigen lassen, auch noch über OpenX Transferverlauf und die Kommentare dort lesen. Ja, über den Kommunikationsverlauf des Objektes anzeigen. Man sieht alle Kommentare. Über eine Bauteilliste können wir auch noch die von alle genehmigten Parameter setzen, ja, wenn die Genehmigung erteilt ist und alle einverstanden sind.
Ja, und wenn das noch genehmigt ist, eine letzte Export machen. Und das geht weiter. Ja, austauschen, exportieren und Kommentare schreiben. Ja, die drei. Was gilt als Änderung? Änderung hier als rot, wenn die Geometrie geändert ist, die Position oder die Rotation oder manche Parameter wie Gewerk von alle genehmigt und so weiter. Die Kommentare, CX-Kommentare, Architekt, Tragstellplaner oder TGA, sind nicht hier betroffen, sind nur über die Kommentare austauschen übertragen. Das gilt nicht hier als Änderung. Wir haben diese drei die Genehmigung geändert, ja, und exportieren. Vielen Dank, Nico. Bitte. Ja, mit der Auxalia und unserem Revit Openings Transfer Tool durchstarten ist ganz einfach. Dazu zuallererst der Hinweis zu unserem Leitfaden. Da finden Sie nochmal alle Informationen, die Ihnen auch der Herr Kukulis heute gezeigt hat. Und auch eine Anleitung zu dem Tool. Ja, wir haben eine Gutscheinaktion für Sie. Ich nehme an, Sie kommen hauptsächlich aus dem Gebäudetechnikbereich. Dazu ist ganz einfach, mit uns durchzustarten. Wenn Ihr Fachplaner, Architekt, Tragwerksplaner mit Revit arbeitet, dann empfehlen Sie uns den. Ganz einfach über den Link auxalia.com/OT. Wir setzen uns mit Ihrem Fachplaner in Verbindung und der kann unser Tool ein Jahr lang kostenlos nutzen und dabei 200 Euro sparen pro Anwender. Und Sie profitieren doppelt, eben durch die bessere Zusammenarbeit mit Ihren Fachplanern und bekommen für Ihr Team noch ein kleines Präsent von uns. Ja, das war's, denke ich. Wir haben ein bisschen überzogen. Genau. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es sind jetzt bis jetzt keine Fragen aufgekommen, aber falls Sie Fragen doch, haben. Doch, das sind einige Fragen aufgekommen. Ich habe aber die alle geantwortet bereits. Ah, super. Wir können halt, wenn man möchte, kann man die Fragen nochmal hier erwähnen, aber die Antworten sind schon da. Super, vielen Dank. F und A, ja genau. Okay. Nico, fällt dir eine Frage auf, die nochmal besonders erwähnenswert wäre? Also ich glaube, dass wir haben eine Zeit überschritten. Also ich würde sagen, also wenn die Tina alles beantwortet hat. Ja. Super. Und ist auch noch sichtbar von den Dilemma auch unter F und A zu sehen. Dann vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Wenn noch weitere Fragen aufkommen, wenden Sie sich sehr gerne an uns, an mich. Wir stehen Ihnen da gerne beratend zur Seite. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Schönen Tag. Tschüss. Ciao.